5, 4, 3, 2, 1, 0, Ignition. Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Das letzte Mal sind wir gegen einen riesigen Haufen Skelette angetreten und Morrigan hatte noch ein Level-Up bekommen. Zudem haben wir einen Blut-Edel-Kristall gefunden, der uns ein wenig Wissen über arkane Magier, arkane Krieger gegeben hat. So können Magier dann eben arkane Krieger werden oder so. Keine Ahnung, Morrigan hat ja ein Level-Up. Ich habe bei ihr hier die Kampfausbildung weitergemacht, damit sie mehr Schaden einstecken kann, bevor sie beim Zaubern unterbrochen wird. Und habe ihr Todesmagie gelernt. Wenn Feinde sterben und so, kann sie die verbleibende Lebensenergie aussaugen und heilt sich so mehr. Also ist nicht schlecht, finde ich jetzt. So, haben wir hier noch was in diesem Raum? Nö, schaut nicht so aus. Ah, hier haben wir noch ein Skelett hier liegen. Ja, wo lang? Wo gehen wir lang? Da hoch, da rüber. Na, gehen wir erstmal da hoch und sammeln den Knochenberg ein. Mehr gibt's da oben ja nicht. Und haben eine schicke Vase. Sie sieht teuer aus. Okay. Dann verkaufen wir die doch bei der nächsten Gelegenheit. Jetzt weiß ich nur nicht, soll ich da hinten lang oder erst den anderen Weg, weil da gab es ja noch einen anderen Weg. Okay, hier sind auf jeden Fall wieder ganz, 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 ganz viele Leute. Plus große Räume, plus was auch immer. Also alles Mögliche. Ja, kommt man erstmal her, so. Zwei Waffenstreich, Unruhe und dann ist einer schon mal so gut wie tot. Ja, erstmal einmal Heilung auf mich bitte. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so toll, aber egal, ich muss damit zurechtkommen. Na, die da. Wo bleiben die anderen? Ach, die rennen woanders lang. Auch nicht schlecht. Dann setze ich da einfach mal noch eine Fähigkeit an, dass wir da schnellstmöglichst hinterkommen zu den anderen. Ja, okay. Ich glaube, das hat sich erledigt bei denen. Ja, da ist riesen Raum. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach weitergehen soll. Nicht, dass ich dann hier nicht mehr zurückkomme oder was auch immer. Weil ich würde schon gern so viel wie möglich schaffen. Jetzt ist da wieder so ein Dingensie, Glas, Phylakterion. In diesem Durcheinander ist keine klare Ordnung erkennbar. Allerdings sticht ein Gegenstand heraus. Ein kleines Glas für Phylakterion. Oder wie auch man das auch aussprechen soll. Der Bereich ist unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Das Fläschchen nehmen. Das Glas zerbricht, als du es berührst. Badions. Oh, Wiedergänger. Ich liebe es. Betäuben. Mal des Todes. Wirkt alles nicht so, wie ich das will. Unruhe. Warum habe ich immer das Glück und krieg dann solche Gegner, hey? Was haben die denn? Aura der Schwäche. Also okay, der zaubert auch so Zeugs. Erstmal immer schön hochheilen. Au. Der macht Aua. Was haben wir denn da? Geistschlag. Seine Vitalität geht in den Kraft aus. Ja, betäubt. Ja, dann probieren wir es mal hier mit Geistschlag. Ich guck mal, was er noch so macht. Okay, er macht Aua. Dann nehmen wir mal einen Wundumschlag. Er nimmt auch mal einen Wundumschlag. Berim, 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 berim. Macht auf jeden Fall ganz schön viel Schaden. So. Ja, komm schon. Alter Schwede. Ja, es ist ein bisschen mehr. Ich
Warte jetzt einfach kurz, weil dann können wir alle vielleicht dann ein einen Wundumschlag nehmen, aber wenn das so weitergeht, dann nicht. Ah, schaut trotzdem noch ziemlich gut aus. Ah. Ich probiere es nochmal weiterhin mit Betäuben. Oh, oh, wow, wow, huiuiui. Heilung auf mich bitte. Er nimmt einen Wundumschlag. Aha, überlebe. Yes. So, jetzt haben wir ihn fast. Ich hau nochmal Unruhe auf den. Er nimmt nochmal einen Wundumschlag. Und wir haben ihn gepackt. Hui. Das war ein bisschen anstrengend. Darf ich das alles mitnehmen? Nee. Was hat er denn? Starke Natursalbe, Smaragd und Papierfetzen. Yeah! Okay. Säcke, was sind denn in den Säcken ein? Kurzbogen ist drin. Ja, da kann man nichts aufheben. Aber wir haben ein Level Up, dann mache ich das einfach mal schnell. Ja. Dann haue ich erstmal ein bisschen Geschicklichkeit rein und Klugheit. Ja. Was können wir denn da machen? Beim Schurken können wir weiter ausbauen. Da brauchen wir Level 12 erst. Okay. Während des Schleichens Gegenstände zu verwenden. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt gucke ich mal, was wir da noch haben. Ja, die anderen gehen auch nicht. Da muss ich jetzt das andere machen. Ein Angriff gegen ein Ziel aus der normalen Schaden verursacht und Gegner außerdem betäubt, wenn dieser bei Prüfung bla. Der Charakter ist außergewöhnlich geschickt darin, jeder Hand eine Waffe zu finden, wodurch es sowohl Angriff als auch Verteidigungsboni erhält. Okay, das wäre eine Überlegung wert. Da haben wir. Kann einfach ausmanövrieren. Schnellen Schlag in den verwundbaren Bereich. Ja, ich weiß nicht. Dann mache ich erstmal Kampfbewegung, dass ich mir bei der Schurkenleiste ein bisschen vorankomme und nicht nur komplett auf zwei Waffen gehen. Ich will trotzdem noch nicht da rein. Hier haben wir eh noch was zum Einsammeln. Schwacher Wundumschlag ist gut. So, jetzt. Gefrorener Blitz. Betrachtet es als Elfenwurzel. Da haben wir noch eine Kiste. Ups, nicht schließen. Alles mitnehmen. Da haben wir noch eine Truhe. Die geht nicht auf. Na toll. Ich schaue trotzdem jetzt mal zurück. Ich weiß nicht, ob ich zurück soll oder ob es da. Ach egal. Ich gehe jetzt einfach mal da weiter. Da sind Gegner, die kloppen wir mal schnell weg. Und hoffen, dass es die richtige Entscheidung war. Oh, ja, ich renne natürlich erstmal voll in die Flammenfalle. Auch schön, die hat zum Glück nicht allzu viel abgezogen. Hätte mehr sein können, aber die ist ja immer noch aktiv. Oh wei, ich krieg doch ganz schön Schaden ab hier jetzt. So, kommt mal ein Stückchen weiter her jetzt hier. Mal schauen, vielleicht erwische ich. Ja, zwei Stück habe ich erwischt. Unruhe drauf, dann sollte der so ziemlich tot sein. Okay, Alistair hat auch ein Level abgekickt. Ah, Mann, diese ganzen Fallen gehen mir auf den Keks jetzt. Alter Schwede, ich laufe halt auch noch voll rein, einfach weil es so viel Spaß macht. Ja, Halleluja, was ist denn da jetzt los, ey? Kommst du dazu gar nichts. So vom Bogenschützen hier. Na, ich habe gehofft, ich überlebe das vielleicht ohne weiteres Zeug zu nehmen. Aber wird wahrscheinlich nichts. Zack. So. Jetzt haben wir ja noch einen Gegner. Ne, zwei.
Okay, so, noch einer. Und wieder eine Falle ausgelöst. Ja, ich will das aber jetzt noch überleben. Okay. Bitte seid. Ja, wie oft löst man die Fallen hier aus? Jedes Mal, wenn man durchläuft, oder was? Ach, komm schon. Kommt mal alle. Sind ja überall Fallen. Was ist denn das? Ich bleibe jetzt einfach mal ganz ruhig stehen. So, Alistair hat ein Level up. Dann, ja, was tun wir denn bei dem hier jetzt? Skill? Ja. Erstmal Konstitution, Stärke. Was nehmen wir denn bei dem? Ist jetzt auch sowas. Ja, ich mache bei dem mal Fallenbau, weil Fallen haben wir ja noch nicht. Was nehmen wir da? Tapferkeit, Bonus Schaden, körperlich sowie mentale Widerstandskraft. Kritische Trefferchance wird erhöht. Okay. Verhöhnen. Ah, okay. Schau mal, was der da macht. Schildtaktik. Okay. Das ist, denke ich mal, ziemlich in Ordnung. Benötigt verbesserte Kampfausbildung. Haben wir doch. Na, vielleicht da weitermachen. Weil Schildwall ist natürlich auch nicht schlecht. Dann mache ich erstmal Schildbalance bei ihm. So. Wie sieht das da jetzt mit den Fallen aus? Manchmal ist Stille die beste Lösung. So, mal gucken, was wir hier so haben. Erstmal loote ich alles. Oh! Mann! Das geht mir echt auf den Keks jetzt. Ich will doch nur das Zeug haben. Und dann so schnell wie möglich hier durch. So, gibt's hier noch irgendwo was? Kommt erstmal alle mit. Ich renn da jetzt einfach durch. Lalalalalala. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Da reichen unsere Fähigkeiten auch nicht aus. Abenteurer-Tagebuch. Das nehmen wir natürlich mit. Leichnam eines Ritters. Kettenrüstung Stahl. Nix für mich. Sonst noch was? Ja, eine Falle. Kommt schon weiter. Gehen wir doch mal hier durch. Okay, hier scheint es irgendwie weiter zu gehen. Das ist doch jetzt doof, oder? Ja, da ist eine Metalltür. Metalltür klingt für mich so wie, da wenn du weitergehst, kommst der weiter. Aber da war ja noch ein anderer Weg, ein Treppenhaus, sage ich jetzt mal, ähnliches. Das heißt, ich laufe da jetzt nochmal hin, denn ich will da wissen, was da noch so drin ist. Vielleicht gibt es ja ein paar kleine Schätze, man weiß es nicht. Orientierung. Ja, die ist nicht so toll bei mir, aber ich glaube, ich bin richtig. So ziemlich. So, wo war das jetzt? Da. Da ist noch eine Tür. Da können wir nämlich rein. Da waren da noch Treppen. Und da ist nämlich auch so ein großer Raum und so. Mit noch einer Tür. Ein Brunnen. Ein Altar. Da kommt irgendwas Böses. Das Wasser im Teich wird kühl und sauber. Er wird von einer inneren, möglicherweise magischen Quelle gespeist. Unter Wasser ist etwas, das wie ein kleiner, irdener Krug aussieht. Wasser trinken, untersuchen, vorsichtig probieren, den Krug nehmen. Ich nehme den Krug. Was soll's? Ja. Ich fülle den Krug mit Wasser. Genau, jetzt ist er vollständig gefüllt. Ich untersuche das Wasser und probiere vorsichtig. Das Wasser scheint völlig normal zu sein und fühlt sich kühl an. Als du deine Hand eintauchst, es wird eindeutig von einer unbekannten Macht in Bewegung gehalten. Ja, ich trinke mal etwas Wasser. Das Wasser ist überraschend erfrischend.
Hat ansonsten aber keine besonderen Auswirkungen. Okay. Ja, ich schütte das Wasser aus dem vom Krug wieder in das runde Ding sie rein. Langsam gießt du das Wasser aus dem Krug, sodass es zurück in den Teich läuft. Nichts geschieht. Okay. Ich fülle ihn wieder mit Wasser, einfach weil es lustig ist. Und ja, jetzt lasse ich den Teich in Ruhe. Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Ich höre mal auf jeden Fall in den Altar. Der Altar ist flach und mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Unzählige Gravuren bedecken seine Oberfläche. Aber die meisten sind so verwittert, dass sie unleserlich geworden sind. Ich untersuche die mal genauer. Nee, den gefüllten Krug stelle ich jetzt mal auf den Altar. Dann tue ich die Gravuren untersuchen. Die meisten Gravuren sind verblichen. Das Wenige, was du erkennen kannst, umfasst auch eine Szene, in der der Verstorbene in einer großen Kammer zur Ruhe gebettet wird. Es scheint, als würde vor der eigentlichen Bestattung irgendein Ritual vollzogen, bei dem auch der Altar eine Rolle spielt. Leider sind die meisten Runen nicht mehr zu erkennen. Den Krug untersuchen. Krug steht auf dem Altar und ist im Moment mit Wasser gefüllt. Ja, ich trinke mal einen Schluck. Zwingst einen Schluck Wasser aus dem Krug und stellst ihn wieder auf den Altar zurück. Das Wasser beginnt augenblicklich zu kochen, bis Gas daraus aufsteigt. Okay. Ja, das war ja irgendwie klar, dass da jetzt noch was passiert. Betrachtet es als erledigt. Hallo, ihr da. Betäuben. Betäuben. Nein, du sollst mich nicht betäuben. Ich will dich betäuben. Betäuben. Kettenblitz. Oh, klingt nicht gut. Erstmal Unruhe reinhauen. Da mache ich dann noch. Ja, die sind da nicht so stark. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt. Nö, da kommt nichts mehr. Dann gucken wir mal, was der jetzt so ist. Gravuren haben wir untersucht. Den Krug haben wir geguckt. Ja, ich tu mal eine Opfergabe drauflegen. Du legst ein paar Münzen auf den Altar. Du spürst augenblicklich, dass das ein Fehler ist und nimmst die Münzen wieder vom Altar, ohne genau zu wissen, warum. Okay, gehen wir nochmal hin. Vor dem Altar niederknien und beten. Du kniest betend vor dem Altar und wie auf der Tafel dargestellt, berührt deine Stirn den Boden. Du spürst, dass um dich herum ein Gefühl der Richtigkeit und Zustimmung entsteht. Ja. Ich untersuche den Krug nochmal. Den Krug nehmen. Er ist leer. Ruhe lassen. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich den Krug komplett leer trinke. Oh, ich überziehe gerade auch wieder ganz schön, aber das geht schon. Ach, da unten steht's ja. Krug mit Wasser füllen. Teich in Ruhe lassen. Dann den Krug auf den Altar stellen. Oder ne? Doch, ich stelle den Krug auf den Altar. Und da war doch irgendwas vom. Konnte ich da nicht gerade alles trinken? Das ganze Wasser trinken. Okay. Ja. Okay. Da war gerade wieder irgendwas. Okay, ich kann jetzt noch ausprobieren, da Wasser drauf zu schütten. Das mache ich jetzt auch noch ganz schnell. Dumpty dum. Da mit Wasser füllen. Da in Ruhe lassen. Ach, nein, in Ruhe lassen. Hallo? Danke. Zill. Wasser aus dem Krug auf den Altar gießen. Das Wasser läuft über den Altar und tröpfelt an der Seite runter. Dann verschwindet es in Rissen im Boden. Ich knie nochmal nieder und bete.
So, das lasse ich den in Ruhe. Keine Ahnung, was man da jetzt noch machen kann. Aber ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Und dann sage ich, ja, viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Ciao, ciao.